Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zum Paschen Literatursalon am Samstag. Ich freue mich außerordentlich, Judith Schalansky hier begrüßen zu dürfen, die mit ihrem Buch Der Hals der Giraffe auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis war. Und wie Sie vielleicht wissen, werden ja hier an diesem Ort Bücher und Autoren dieser Longlist für den Deutschen Buchpreis vorgestellt, also der 20 besten Romane eines Jahres. Der Hals der Giraffe ist eines der außergewöhnlichsten Bücher, was in diesem Jahr, in diesem Herbst erschienen ist, und das auch wegen der besonderen Gestaltung. Man möchte das Buch, wenn man es hat, man möchte es immer wieder anfassen und drüber streichen und es streicheln über dieses grobe Lein. Sie haben schon das Vorgängerbuch, das heißt der Atlas der abgelegenen Inseln, der Atlas der abgelegenen Inseln, auch das war schon ein Gesamtkunstwerk. Sie selbst sind Buchgestalterin und Schriftstellerin. Gehört es für Sie eigentlich beides zusammen, Schreiben und Gestalten? Absolut. Ich finde auch, Schreiben ist einfach eine Art von Gestalten. Insofern denke ich mir Bücher aus. Natürlich will ich auch eine Geschichte erzählen, möchte ich was Bestimmtes behandeln, herausfinden und darstellen. Aber beim Schreiben denke ich auch dann gerne auch schon darüber nach, welche Schrift die perfekte für diesen Text ist, welches Material für den Einband am besten passt. Und das hilft auch manchmal beim Schreiben, wenn man nicht weiter weiß, dann mache ich die Schrift ganz groß und erfreue mich an der Form der Buchstaben. Und das hilft auch natürlich irgendwann auch ein Gefühl zu entwickeln für dieses Buch. Welchen Umfang hat es? Ist es ein dickes, ein dünnes Buch? Hat es ein etwas gelbliches oder eher ein bläuliches, kühles Papier? All das sind ja atmosphärische Komponenten, die nicht unwesentlich zum Leseeindruck beitragen. Und irgendwann wusste ich halt, dass es dieses grobe Leinen sein soll und dass dieses grobe Leinen eigentlich perfekt auch zu dieser Protagonistin passt. Eine Frau, die erst etwas sehr aus einer alten Zeit herrührend daherkommt. Und wenn man es dann anfasst, merkt man, es ist gar nicht so grob, wie es aussieht. Ja, es ist nicht nur grob, es ist auch schön anzufassen. Auch das Buch ist auch im Innern, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, ich kann das hier mal zeigen. Es gibt hier verschiedene wunderschöne Illustrationen. Ist es so, wenn Sie den Text schreiben und wenn Sie da zum Beispiel über die Fruchtfliege schreiben, dass Sie die dann gleichzeitig auch zeichnen, oder? Nein, diese Zeichnungen sind gar nicht von mir, die sind praktisch Zitate. Sie stammen aus der großen und großartigen Bildproduktion der Biologiebücher. Das ist halt aus, die stammen alle aus etwas älteren naturwissenschaftlichen und biologischen Werken. Und für mich waren sie sozusagen schon beim Schreiben gleichbedeutend da. Es ist ein Buch über Bildung, was auch bedeutet, dass es ein Buch über Bilder ist. Weil all das Weltwissen, was uns in der Schule vermittelt wird, wird eben in Form von Tafelbildern oder in Form von großartigen Diagrammen oder merkwürdigen Rindern, die dort dann die Mendelschen Erbgesetze verdeutlichen in ihren Schattierungen der Fellfarben. Ich wollte das unbedingt auch zeigen. Und diese Bilder sind insofern nicht nachgeordnet, sondern sie waren praktisch beim Schreiben schon die ganze Zeit anwesend. Insofern wäre es geradezu verräterisch, sie rauszulassen, sie zu verschweigen. Sie sagen, es ist ein Buch über Bildung. Im Untertitel heißt es auch ein Bildungsroman. Und tatsächlich ist der Schauplatz ja eine Schule in Mecklenburg-Vorpommern. Die Titelheldin, Sie sagten es schon, ist Lehrerin dort am Gymnasium für Biologie und Sport. Sie heißt Inge Lohmark. Soweit zum Bildungsroman. Tatsächlich ist ihre Figur aber eine sehr harte und spröde Frau, der man eigentlich, die auch im menschlichen Zusammensein sind für sie einzig die Gesetze der Biologie wirksam. Sie behandelt ihre Schüler nicht besonders freundlich, sondern ziemlich unbarmherzig und von oben herab. Also entwicklungsfähig scheint sie eigentlich eher weniger zu sein. Das heißt, dieser Begriff des Bildungsromans im klassischen Sinne, der trifft eher weniger zu, oder? Der trifft natürlich in seiner Negation zu. Also in diesem Buch geht es um Entwicklung, aber eben als biologischen Begriff. Was bedeutet Entwicklung? Im letzten Kapitel geht es ganz klar um die Evolutionstheorie, die Frage, ob die ganze Entwicklung, wir denken das immer als eine Geschichte. Das heißt, wir denken immer,
da muss es doch auch um Fortschritt gehen. Diese Gegend ist eine sterbende Gegend und diese Frau ist eine, die sich die zwar im Unterricht Anpassung lehrt und Fortpflanzung, aber eben sich auch verraten fühlt von einer Gegend, in der keine Kinder mehr nachwachsen sozusagen, in der die Schule geschlossen wird und die sich eben selber nicht anpassen kann. Und mir hat es großen Spaß auch gemacht, diesen klassischen Bildungsroman, junger Held, naiv, voller Ideale, zieht hinaus in die Welt und bildet sein Wesen, sein Herzen und hier sozusagen das alles umzukehren. Wir haben eine ältliche Frau, eine desillusionierte Frau, die halt eine ganze Menge weiß, die die Biologie wirklich intus hat, aber der all dieses Wissen bei den persönlichen Problemen gar nicht hilft. Insofern ist es natürlich ganz klar ein Anti-Bildungsroman, aber mir hat auch gefallen, dass dieses Wort überhaupt da auf diesen Titel zu prägen, es ist da etwas kursiv, insofern kriegt es gleich was Ironisches, aber da steckt eben auch Bildung drin, es ist ein Schulroman und eben letztlich auch Bild, also es geht viel um Bilder, nicht zuletzt auch um Weltbilder. Diese Frau ist ja in erster Linie eine negative Figur, aber nicht ganz. Also sie ist, wenn man ihr positive Eigenschaften zuschreiben will, so ist sie zumindest eine sehr genaue, scharfe Beobachterin. Gab es eigentlich ein Vorbild für Sie oder Vorbilder? Nein, aber es gibt natürlich, wir hatten alle Lehrer und es gibt eben auch diese berühmten Lehrer, bei denen man sich gar nicht vorstellen könnte, dass das leibhaftige Menschen sind mit menschlichen Bedürfnissen. Und bei denen man sich ja nicht mal vorstellen konnte, dass sie nackt irgendwann sind oder sogar einen Vornamen haben. Insofern, mich hat das wahnsinnig interessiert, diesen Kosmos, diesen auch sehr abgeschlossenen Kosmos Schule aus der anderen Warte zu erzählen. Wir kennen alle dieses Merkwürdige dort, irgendwie die Jahre seines Lebens auf diesen Schulbänken herum zu lungern und zu warten, dass man endlich, dass alles endlich vorbei ist und man endlich frei ist und endlich den Abschluss hat und irgendwie selber bestimmen darf. Und ich fand es interessant, dass diese Welt aus der anderen Sicht zu betrachten, weil die armen Lehrer, die müssen da ja bleiben. Ja, aber die haben sich freiwillig für den Beruf entschlossen. Ne? Ja, aber Ihre Eltern übrigens auch. Ja, meine Eltern, genau. Meine Eltern sind tatsächlich Lehrer mittlerweile. Meine Mutter Sozialarbeiterin. Und mein Vater Berufsschullehrer, was auch mit dem Kindermangel zu tun hat. Also, dass sozusagen die ganzen unteren Klassen, früher waren die siebenzügig, jetzt ist man froh, wenn man noch eine Klasse zusammenkriegt. Das sind tatsächlich, also bei den Lehrern spürt man sozusagen zuerst diese Umstrukturierung einer Gesellschaft oder eines Landstriches. Das wird da am ehesten deutlich. Nein, ich fand Lehrer immer toll. Also ich war auch als Schülerin vor allem mit Lehrern befreundet. Insofern vielleicht ist es daher der Blick, der andere Blick. Ich kenne auch dieses Sitzen im Lehrerzimmer als Kind schon. Ich fand das Lehrerzimmer immer wahnsinnig spannend, weil es eben die Gegenwelt ist. Und wenn dann es klingelt, dann stöhnen eben auch alle, weil sie keine Lust haben, reinzugehen. Und es ist immer gut, auch das alles nochmal zu relativieren und zu wissen, es gibt auch immer eine Gegenseite und außerdem ist es nie schlecht, seine Feinde zu kennen. Nochmal zurück zum Begriff Bildungsroman. Die Lektüre dieses Buches ist ja eigentlich auch eine grandiose Biologiestunde. Mit einer großen Leichtigkeit breiten Sie dann Wissen aus über die Biologie. Also man kann zum Beispiel etwas lernen über das Fluchtverhalten der Eidechse. Man kann lernen, dass Dachs und, jetzt habe ich es vergessen, Kojote. Nee, der Marder. Der Marder, genau, beim Fressen ein Bündnis eingehen, zumindest manchmal auch nicht. Man kann lernen, dass Gingobäume stinken. Wo haben Sie eigentlich all dieses Wissen her? Haben Sie Bibliotheken von Biologiebüchern gelesen? Ja, aber deswegen, das ist das Schöne an diesem Beruf, ich suche mir ein Thema, mit dem ich mich gerne beschäftigen möchte oder wo ich halt mein Unwissen sofort eingestehen muss und dann hole ich das halt alles nach. Ich habe Biologie in der Schule abgewählt, ich war da nie besonders gut. Und nicht umsonst ist es eine 9. Klasse, das ist einfach das Niveau, was man noch gut nachholen kann. Darüber hinaus wird es sehr chemisch und ich habe bis heute Chemie nicht kapiert. Aber nein, die Biologie bot sich fantastisch an, weil es geht auch um einen naturwissenschaftlichen Blick auf die Welt. Diese Frau verachtet Kunst, Literatur, diesen ganzen Kulturkram, das können wir uns auch klemmen, sagt sie. Kultur, das kommt von Kultivierung, also von Landwirtschaft.
und alles andere, dieses Denken und Meinen, damit kommt man ja nicht weit, harte Fakten. Diesen biologistischen Weltblick, den kennen wir ja letztendlich fast auch schon aus Frauenzeitschriften, die uns erklären, warum Frauen eben so sind und weil sie früher immer in den Höhlen saßen, halt nicht einparken können oder irgendwie sowas. Und mich hat es sehr gereizt, so eine Figur zu entwickeln, die sozusagen sehr weit weg von mir ist. Ich bin natürlich Geisteswissenschaftlerin durch und durch. Und gleichzeitig zu zeigen auch, wie sehr dieser vermeintlich objektive naturwissenschaftliche Zugriff auf die Welt auch voll von Mythen, von geradezu märchenhaften und letztendlich auch poetischen, also abgründigen Poesien eigentlich voll ist. Und diese Figur zeigt es ja sehr gut. Wie gesagt, es gibt hier Naturgesetze, aber selbst unser Zugriff auf die Naturwissenschaften ist natürlich kulturell geprägt. Das ist schon interessant. Es gibt nur Tochtergenerationen. Was sagt das eigentlich aus? Sie sagt dann, die Fortpflanzung war weiblich. Also diese Frau bastelt sich auch die vordergründig naturwissenschaftliche, objektive Welt natürlich so zusammen, wie sie es gerne hätte. Dieses Wissen, von dem Sie gerade erzählt haben und was ich gerade erwähnt habe, was Sie da ausbreiten mit einer großen Leichtigkeit, ich sagte es schon, das ist für mich so das Erstaunlichste und auch Schönste an dem Buch, wie es Ihnen gelingt, das nicht in einer Fachsprache zu tun, sondern es ist eben Literatur. Das, war das eigentlich eine große Mühe, Mühsal, diese Sprache der Biologiebücher in Literatur zu übersetzen? Ja, aber eine freudvolle Mühe. Also das hat mir tatsächlich Spaß gemacht, diese Biologie, vor allem veraltete Biologiebücher zu lesen. Es ist immer toll, Wissenschaft zu lesen, die halt nicht mehr aktuell ist, weil da steckt sofort eigentlich Geschichte drin und die Biologie ist halt voll von Geschichten. Das hat mir Spaß gemacht. Also schon allein diese drei Kapitel im Buch, Naturhaushalte. Erstmal, was für ein tolles Wort, Naturhaushalte. Dann Vererbungsvorgänge. Und wir haben sofort diesen Mönch Mendel, der da sich mit den Erbsen jahrzehntelang beschäftigt. Das sind doch eigentlich erstaunliche und eigentlich auch hochliterarische Figuren. Also nein, das war etwas, was mir die größte Freude eigentlich bereitet hat, dieses Wissen dann nochmal mir anzueignen und zumindest in diesem Buch so zu tun, als wüsste ich all das. Bei Ihnen, so kommt es mir vor, weiß man noch weniger als bei einem anderen Autor, welches Buch als nächstes folgt. Also ich habe vorhin schon den Atlas der abgelegenen Inseln erwähnt. Das hier ist Ihr zweiter Roman, Ihr erstes Buch war ein Typografie-Kompendium. Was kommt als nächstes? Wissen Sie das schon? Tja. Sie wissen es, aber Sie verraten es nicht. Ich weiß noch nicht, was das nächste ist. Es gibt diverse Dinge, die in mir keimen, aber ich weiß es wirklich nicht. Und selbst wenn, würde ich es natürlich hier nicht erzählen. Gut, dann hören wir jetzt was aus dem Roman. Setzen, sagte Inge Lohmark und die Klasse setzte sich. Sie sagte, schlagen Sie das Buch auf Seite 7 auf und sie schlugen das Buch auf Seite 7 auf. Und dann begann sie mit den Ökosystemen, den Naturhaushalten, den Abhängigkeiten und Wechselbeziehungen unter den Arten, zwischen den Lebewesen und ihrer Umwelt, dem Wirkungsgefüge von Gemeinschaft und Raum. Vom Nahrungsnetz des Mischwaldes kam sie zur Nahrungskette der Wiese, von den Flüssen zu den Seen und schließlich zur Wüste und zum Wattenmeer. Sie sehen, niemand, kein Tier, kein Mensch kann ganz für sich allein existieren. Zwischen den Lebewesen herrscht Konkurrenz und manchmal auch so etwas wie Zusammenarbeit, aber das ist eher selten. Die wichtigsten Formen des Zusammenlebens sind Konkurrenz und Räuber-Beute-Beziehung. Während Inge Lohmark an der Tafel Pfeile von den Moosen, Flechten und Pilzen zu den Regenwürmern und Hirschkäfern, Igeln und Spitzmäusen, dann zur Kohlmeise, zum Reh und zum Habicht und schließlich einen letzten Fall zum Wolf zog, entstand nach und nach die Pyramide, auf deren Spitze der Mensch neben ein paar Raubtieren hockte. Tatsache ist, dass es kein Tier gibt, das Adler oder Löwen frisst. Sie trat einen Schritt zurück, um die ausladende Kreidezeichnung zu betrachten. Das Wirkungsfallschema vereinte Produzenten mit Konsumenten erster und zweiter Ordnung, Erzeuger mit den Erst-, Zweit- und Drittverbrauchern sowie den unvermeidlichen kleinteiligen Zersetzern. Allesamt verbunden in Atmung, dem Verlust von Wärme und Zuwachs von Biomasse.
In der Natur hatte alles seinen Platz. Und wenn vielleicht auch nicht jedes Lebewesen, so doch zumindest jede Art ihre Bestimmung, fressen und gefressen werden, es war wunderbar. Übertragen Sie das in Ihr Heft. Was sie sagte, wurde gemacht. Das Jahr begann jetzt. Die Juniunruhe war endgültig vorbei. Die Zeit der brütenden Hitze und nackten Oberarme. Die Sonne knallte durch die Glasfront und verwandelte das Klassenzimmer in ein Treibhaus. In leeren Hinterköpfen keimte die Sommererwartung. Die bloße Aussicht darauf, ihre Tage nichtsnutzig zu verschwenden, raubte den Kindern jede Konzentration. Mit Schwimmbadaugen, fettiger Haut und schwitzigem Freiheitsdrang hingen sie auf den Stühlen und dösten den Ferien entgegen. Die einen wurden fahrig und unzurechnungsfähig, andere täuschten wegen des nahenden Zeugnisses Unterwürfigkeit vor und schoben ihre Bioleistungskontrollen aufs Lehrerpult wie katzenerlegte Mäuse auf den Wohnzimmerteppich. Nur um in der nächsten Stunde nach der Benotung zu fragen, mit gezücktem Taschenrechner, begierig darauf, die Verbesserung ihres Durchschnitts auf 3 Stellen hinter dem Komma zu berechnen. Aber Inge Lohmark gehörte nicht zu den Lehrern, die am Ende des Schuljahres einknickten, nur weil sie bald ihr Gegenüber verlieren würden. Sie hatte keine Angst davor, so ganz auf sich gestellt in die Bedeutungslosigkeit abzurutschen. Einige Kollegen wurden, je näher die Sommerpause rückte, von geradezu zärtlicher Nachgiebigkeit heimgesucht. Ihr Unterricht verkam zum hohlen Mitmachtheater. Ein versonnener Blick hier, ein Tätscheln da, Kopfhochgetue, elendiges Filmeschauen. Eine Inflation guter Noten, der Hochverrat am Prädikat sehr gut. Und erst die Unsitte, Endjahresnoten abzurunden, um ein paar hoffnungslose Fälle in die nächste Klasse zu hieven, als ob damit irgendjemandem geholfen wäre. Die Kollegen kapierten einfach nicht, dass sie nur ihrer eigenen Gesundheit schadeten, wenn sie auf die Schule eingingen. Dabei waren das nichts als Blutsauger, die einem jede Lebensenergie raubten, sich vom Lehrkörper ernährten, von seiner Zuständigkeit und der Angst, die Aufsichtspflicht zu verletzen. Unentwegt fielen sie über einen her, mit unsinnigen Fragen, dürftigen Eingebungen und unappetitlichen Vertraulichkeiten, reinster Vampirismus. Inge Lohmark ließ sich nicht mehr auslaugen. Sie war dafür bekannt, dass sie die Zügel anziehen und die Leine kurz halten konnte, ganz ohne Tobsuchtsanfall und Schlüsselbundwerferei. Und sie war stolz darauf. Nachlassen konnte man immer noch. Hier und da ein Zuckerbrötchen aus heiterem Himmel. Wichtig war, den Schülern die Richtung vorzugeben, ihnen Scheuklappen anzulegen, um ihre Konzentrationsfähigkeit zu fördern. Und wenn wirklich mal Unruhe herrschte, brauchte man nur mit den Fingernägeln über die Tafel zu kratzen oder vom Hundebandwurm zu erzählen. Für die Schüler war es ohnehin das Beste, sie in jedem Moment spüren zu lassen, dass sie ausgeliefert waren, anstatt ihnen vorzugaukeln, sie hätten irgendetwas zu sagen. Bei ihr gab es kein Mitspracherecht und keine Wahlmöglichkeit. Niemand hatte eine Wahl. Es gab die Zuchtwahl und sonst nichts. Inge Lohmark sah über die 3 Bankreihen und bewegte den Kopf dabei nicht einen einzigen Zentimeter. Das hatte sie perfektioniert in all den Jahren, den allmächtigen, unbewegten Blick. Laut Statistik waren immer mindestens 2 dabei, die sich wirklich für das Fach interessierten. Aber wie es aussah, war die Statistik in Gefahr. Gaußsche Normalverteilung hin oder her. Wie hatten sie es nur bis hierher geschafft? Man sah ihnen die 6 Wochen Gammelei an. Die Bücher hatte keiner von denen aufgeschlagen, große Ferien. Nicht mehr ganz so groß wie früher, aber immer noch zu lang. Es würde mindestens einen Monat dauern, bis man sie wieder an den Biorhythmus der Schule gewöhnt hatte. Wenigstens musste sie sich nicht ihre Geschichten anhören. Die konnten sie der Schwanecke erzählen, die mit jeder neuen Klasse ein Kennenlernspiel veranstaltete. Nach einer halben Stunde waren alle Beteiligten in den Fäden eines roten Wollknäuels verheddert und konnten die Namen und Hobbys ihrer Sitznachbarn aufsagen. Es waren nur vereinzelt ein paar Plätze besetzt. So fiel erst recht auf, wie wenige es waren. Spärliches Publikum in ihrem Naturtheater. 12 Schüler, 5 Jungen, 7 Mädchen. Der 13. war wieder zurück auf die Realschule gegangen, obwohl die Schwanecke sich mächtig für ihn ins Zeug gelegt hatte. Mit wiederholten Nachhilfestunden, Hausbesuchen und psychologischem Gutachten. Irgendeine Konzentrationsstörung, was es nicht alles gab. Lauter angelesene Entwicklungsstörungen. Nach der Leserechtschreibschwäche die Rechenschwäche. Was würde als nächstes kommen? Eine Biologieallergie? Früher gab es nur unsportliche und unmusikalische. Und die mussten trotzdem loslaufen und mitsingen. Alles nur eine Frage des Willens.
Es lohnte einfach nicht, die Schwachen mitzuschleifen. Sie waren nur Ballast, der das Fortkommen der anderen behinderte. Geborene Wiederholungstäter, Parasiten am gesunden Klassenkörper. Früher oder später würden die Unterbelichteten ohnehin auf der Strecke bleiben. Es war empfehlenswert, sie mit der Wahrheit so früh wie möglich zu konfrontieren, anstatt ihnen nach jedem Scheitern eine neue Chance zu geben. Mit der Wahrheit, dass sie die Voraussetzungen dafür, ein vollwertiges, also nützliches Mitglied der Gesellschaft zu werden, einfach nicht mitbrachten. Wozu die Heuchelei? Nicht jeder konnte es schaffen, warum auch? Blindgänger waren in jedem Jahrgang dabei. Bei manchen könnte man schon froh sein, wenn es gelang, ihnen ein paar grundlegende Tugenden anzutrainieren. Höflichkeit, Pünktlichkeit, Sauberkeit. Es war ein Jammer, dass es keine Kopfnoten mehr gab. Ordnung, Fleiß, Mitarbeit, Betragen. Ein Armutszeugnis für dieses Bildungssystem. Nein, diese Kinder hier kamen ihr wirklich nicht vor wie Diamanten auf der Krone der Evolution. Entwicklung war etwas anderes als Wachstum. Das qualitative und quantitative Veränderung weitestgehend unabhängig voneinander geschah, wurde hier erschreckend eindrücklich demonstriert. Die Natur war nicht gerade schön anzuschauen auf dieser unentschiedenen Schwelle zwischen Kindheit und Adoleszenz. Eine Phase der Entwicklung, Landwirbeltiere im Wachstum, die Schule ein Gehege. Jetzt kam die schlimme Zeit, das Lüften der Klassenzimmer gegen den Geruch dieser Altersstufe, Moschus und freigesetzte Pheromone. Die Enge, die sich langsam ausformenden Körper, schwitzige Kniekehlen, talgige Haut, matte Augen, das unaufhaltsame Wachsen und Wuchern. Es war sehr viel einfacher, ihnen etwas beizubringen, bevor sie geschlechtsreif waren, und eine echte Herausforderung zu ergründen, was sich hinter ihren stumpfen Fassaden abspielte, ob sie uneinholbar voraus waren oder ob sie wegen gravierender Umbauten weit hinterherhinkten. Es fehlte ihnen an jeglichem Bewusstsein für ihren Zustand und erst recht an der Disziplin, ihn zu überwinden. Sie starrten vor sich hin, apathisch, überfordert, ausschließlich mit sich selbst beschäftigt. Widerspruchslos gaben sie ihrer Trägheit nach. Die Kraft der Erdanziehung schien dreifach auf sie zu wirken. Alles war allergrößte Anstrengung. Jeden Funken Energie, der diesen Körpern zur Verfügung stand, verbrauchte die qualvolle Metamorphose, die der aufwendigen Entpuppung einer Raupe in nichts nachstand. Allerdings wurde nur in seltenen Fällen ein Schmetterling draus. Das Erwachsenwerden forderte nun einmal diese unförmigen Zwischenformen, an denen sekundäre Geschlechtsmerkmale wie Geschwüre wucherten. Dass die Menschwerdung mühselig gewesen sein musste, wurde einem hier im Zeitraffer vorgeführt. Nicht nur die Ontogenese rekapitulierte die Phylogenese, sondern auch die Pubertät. Sie wuchsen Tag ein, Tag aus. In Schüben und über den Sommer, sodass man seine liebe Not hatte, sie überhaupt wiederzuerkennen. Folgsame Mädchen verwandelten sich in hysterische Biester und aufgeweckte Jungs in phlegmatische Proleten. Hinzu kam das plumpe Erproben der Partnerwahl. Nein, originell war die Natur nicht, aber gerecht. Es war ein krankheitsähnlicher Zustand. Man konnte nur abwarten, dass er vorüberging. Je größer und älter ein Tier werden konnte, desto länger zog sich die Jugend hin. Der Mensch brauchte zu seiner Reifung rund ein Drittel seiner gesamten Lebenszeit. Im Schnitt dauerte es 18 Jahre, ehe ein Menschenjunges für sich selbst sorgen konnte. Wolfgang musste für seine Kinder aus erster Ehe sogar noch bis zum 27. Lebensjahr zahlen. Da saßen sie also, die blutigen Lebensanfänger, spitzten Bleistift und malten die Tafelpyramide ab, die Köpfe hebend, senkend im 5-Sekunden-Takt. Noch nicht ausgebildet, aber mit einer dreisten Selbstverständlichkeit, mit einem Absolutheitsanspruch, der schamlos und anmaßend war. Sie waren keine Kinder mehr, die sich ständig überall anlehnen mussten und unter fadenscheinigen Vorwänden die Individualdistanz missachteten, Berührung erzwangen und ein Unverhohlen anstarrten wie halbstark im Überlandbus. Es waren junge Erwachsene, bereits zeugungsfähig, aber noch unreif wie zu früh geerntetes Obst. Für sie war Inge Lohmark bestimmt alterslos. Wahrscheinlich aber sogar, dass sie ihn einfach nur alt vorkam, ein Zustand, der sich für ihre Schüler nicht mehr ändern würde. Wer jung war, wurde älter, alt blieb alt. Ihre Halbwertszeit hatte sie längst überschritten. Zum Glück, so blieb sie wenigstens davon verschont, sich vor ihren Augen merklich zu verändern. Ein beruhigender Gedanke. Sie hingegen würde diese Menschen aufwachsen sehen, wie sie andere hatte aufwachsen sehen. Und dieses Wissen machte sie mächtig.
Noch waren alle einander zu verwechseln ähnlich, ein Schwarm auf dem Weg zum Klassenziel. Aber innerhalb kürzester Zeit schon würden sie perfide eigenständig werden, die Fährte aufnehmen und Komplizen finden. Ganz vorn hockte ein verschrecktes Pfarrerskind, das mit Holzengeln, Wachsflecken und Blockflötenunterricht aufgewachsen war. In der letzten Reihe saßen zwei aufgedonnerte Göhren. Die eine kaute Kaugummi, die andere war besessen von ihrem schwarzen Hengsthaar, das sie pausenlos glättete und strähnchenweise untersuchte. Daneben ein hellblonder Knirps in Grundschulgröße. Ein Trauerspiel, wie die Natur hier die ungleiche Entwicklung der Geschlechter vorführte. Rechts außen an der Fensterfront kippelte ein Herrentierchen mit offenem Mund, das nur darauf wartete, mit einer ordinären Bemerkung das Revier zu markieren. Fehlte nur noch, dass es sich auf die Brust trommelte. Es musste beschäftigt werden. Vor ihr lag das Blatt, auf dem die Schüler ihre Namen eingetragen hatten. Krackeleien auf dem Weg zu einer rechtsgültigen Unterschrift. Kevin, klar, wie sonst. Kevin schreckte hoch. Nennen Sie ein paar Ökosysteme unserer Region. Sein Vordermann feixte. Na warte. Paul, was ist das für ein Baum da draußen? Paul schaute aus dem Fenster. Ein mickriges Räuspern, fast mitleiderregend. Danke, der war versorgt. Das haben wir nicht gehabt, behauptete Kevin, dass ihm nichts Besseres einfiel. Ein Gehirn wie ein Hohlorgan. Ach ja, nun zur ganzen Klasse. Frontalangriff. Denken Sie doch alle noch einmal nach. Stille. Schließlich meldete sich der Pferdeschwanz in der ersten Reihe und Inge Lohmark tat ihm den Gefallen. Natürlich wusste sie es. So eine gab es immer. So ein Pferdeschwanzpferdchen, das den Unterrichtskarren aus dem Dreck zog. Für diese Mädchen wurden die Schulbücher geschrieben. Gierig nach abgepacktem Wissen. Merksätze, die sie mit Glitzerstift in ihre Hefte schrieben. Die ließen sich noch einschüchtern vom Rotstift des Lehrers, albernes Instrument scheinbar grenzenloser Macht. Sie kannte sie alle, sie erkannte sie sofort. Schüler wie diese hatte sie schon haufenweise gehabt, klassenweise Jahr für Jahr. Die brauchten sich nicht einzubilden, sie wären besonders. Inge Lohmark trat ans Fenster in die weiche Vormittagssonne. Wie gut das tat. Die Bäume hatten sich schon zu verfärben begonnen. Das abgebaute Chlorophyll machte die Bühne frei für die leuchtenden Blattpigmente, Carotinoide und Xanthophylle. Die langstieligen, von Meniermotten zerfressenen Blätter der Kastanie hatten schon gelbe Ränder. Dass die Bäume sich so eine Arbeit machten mit Blättern, vor denen sie sich ohnehin bald trennten. Genau wie sie als Lehrerin. Jedes Jahr das gleiche Spiel, seit über 30 Jahren immer wieder von vorn. Sie waren zu jung, um die Bedeutung des gemeinsam erworbenen Wissens würdigen zu können. Dankbarkeit war nicht zu erwarten. Hier ging es nur noch um Schadensbegrenzung, bestenfalls. Schüler waren gedächtnislose Wesen. Sie würden alle eines Tages gehen. Und nur sie allein würde zurückbleiben, mit trockenen Händen vom Kreidestaub. In diesem Zimmer hier, zwischen der Sammlung zusammengerollter Schautafeln und der Vitrine mit dem Anschauungsmaterial. Ein Skelett mit gebrochenen Knochen, speckige Organattrappen mit Platzwunden in der Plasterhaut und der ausgestopfte Dachs mit Brandlöchern im Fell, der mit toten Augen durch die Scheiben stierte. Das könnten sie auch bald mit ihr machen. Wie der englische Gelehrte, der seiner Universität über den Tod hinaus verbunden bleiben wollte, als Mumie an den wöchentlichen Sitzungen teilnehmen. Sein letzter Wunsch wurde ihm erfüllt. Man zog seinem Skelett seine Kleider an, stopfte sie mit Stroh aus und balsamierte den Schädel ein. Aber dabei lief irgendetwas schief, sodass man schließlich einen Wachskopf auf die Überreste montierte. Sie hatte ihn gesehen, als sie in London war. Claudia hatte damals studiert, wie er da hockte, in einem riesigen Holzkasten hinter Glas, mit Spazierstock, Strohhut und grünen Wildlederhandschuhen, die ganz genauso aussahen wie das Paar, das sie sich im Frühjahr 1987 im Exquisit gekauft hatte. Für 87 Mark. Wladimir Iljitsch schlief wenigstens und konnte vom Kommunismus träumen. Aber dieser Engländer war bis heute am Amt. Täglich beäugte er die Studenten auf ihrem Weg in die Hörsäle. Die Vitrine war sein Grab, er selbst sein eigenes Denkmal, ewiges Leben, besser als Organspenden. Alte Menschen, fingen sie plötzlich an,
Alte Menschen erinnern sich selbst dann noch an die Schulzeit, wenn sie alles andere schon vergessen haben. Sie träumte immer wieder, vor allem von ihrer Abiturprüfung, wie sie dastand und ihr nichts einfiel. Und beim Aufwachen dauerte es immer eine Weile, bis ihr klar wurde, dass sie keine Angst zu haben brauchte. Sie war auf der anderen, der sicheren Seite. Sie drehte sich um, entgeisterte Blicke. Man musste höllisch aufpassen. Ehe man sich versah, diskutierte man im Unterricht allerlei Blödsinn. Frühstücksvorlieben, Ursachen der Arbeitslosigkeit, Haustierbeerdigungen. Plötzlich wurden alle putzmunter und die Stunde war gelaufen. Man musste halsbrecherische Überleitungen bauen, sich zurück zu den Ökosystemen hangeln, wo gerade noch aufgekratzte Kinder sofort wieder leere Gesichter bekamen. Das Wetter war das Gefährlichste. Vom Wetter war es nur ein Katzensprung zur persönlichen Befindlichkeit. Aber von ihr sollten sie nichts erfahren. Da half nur, den Faden genau an der Stelle wieder aufzunehmen, wo sie ihn verloren hatte. Betont langsam ging sie zurück zum Lehrerpult. Weg von den bunten Blättern, vom verhängnisvollen Wetter. Flucht nach vorn. Es gibt Fälle, bei denen sich die Alzheimer- und Demenzkranken weder an die Namen ihrer Kinder noch an die ihrer Ehepartner erinnern können, wohl aber an den ihrer Biologielehrerin. Schlechte Erfahrungen prägten sich nun einmal besser ein als gute. Eine Geburt oder eine Heirat mag ein wichtiges Ereignis sein, aber es sichert keinen Platz im Gedächtnis. Das Hirn ein Sieb. Merken Sie sich, nichts ist sicher. Sicher ist nichts. Dankeschön. Meine Damen und Herren, Sie können jetzt hier vorne noch Bücher signieren lassen und das sind besondere. Ja, es ist sehr besonders. Sie können, wenn Sie wollen, Tierstempel ins Buch bekommen. Also passend.